Vielfach unbeachtet, aber es gibt sie noch. Kleine Tümpel voller Leben. Meist sind es Frösche, die durch lautes Gequake auf diesen Lebensraum aufmerksam machen. Die faszinierende Vermehrung der Frösche beginnt indes schon sehr früh im Jahr. Nur der Teichfrosch lässt sich Zeit bis in den Mai oder Juni. Doch manche Art beginnt schon bei frostigen Temperaturen mit der Vermehrung. Den Startschuss gibt nach den letzten Schneefällen der Springfrosch, dessen Eientwicklung wir uns nun einmal genauer betrachten wollen. Nach der Ablage sind die Froscheier sehr undifferenziert. Über deren Weiterentwicklung entscheidet ab jetzt die Temperatur. Anhaltende Minusgrade stoppen bei diesem Gelege für 3 Wochen jeglichen Fortschritt. Doch mit den ersten Sonnenstrahlen beginnt die rasante Zellteilung. Bereits nach 10 Tagen hat sich etwas getan. Aus dem fast kugelroten Zellhaufen hat sich ein längliches Etwas mit 2 Einschnürungen entwickelt. Die noch sehr unfertige Larve bewegt sich bereits in der transparenten Eihülle. Die Temperaturen sind ungewöhnlich kalt für die Jahreszeit, weshalb die Larvenentwicklung schleppend vorangeht. Auch 10 Tage später ist nur ein kleiner Fortschritt festzustellen. Es dauert noch einmal 16 Tage, bis die fast fertige Quappe im Ei kurz vor dem Schlupf steht. Deutlich erkennbar sind die für dieses Stadium typischen äußeren Kiemen. Allerdings verschwinden die sehr bald hinter einer Hautfalte. Vom Ei bis zur freischwimmenden Kaulquappe ist ein wichtiger Schritt getan. Jetzt beginnt das wirklich gefährliche Leben dieser Amphibien, denn die haben kaum Freunde. Die Verluste unter den Quappen sind enorm, nur die wenigsten werden nach der vollständigen Verwandlung als winziger Frosch aus dem Tümpel steigen.